Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, ich bin immer noch ein bisschen verzweifelt, wie man mir vielleicht an meiner Stimmlage anmerkt. Ich glaube, wir haben jetzt nichts, was wir reintun können. Nee, wir haben jetzt nichts. Das verzweifelt mich auch ein wenig, ehrlich gesagt, weil wir so nämlich über. Ach so, nee, das ist noch nicht fertig, weil wir so nämlich unsere 40 waren es, glaube ich, nicht zusammenkriegen. Weswegen ich aber eigentlich wirklich verzweifelt bin, ist die Sache mit dem Goldlauch. Ich meine mich zu erinnern, dass wir vielleicht irgendwann mal eine weiße Blume gesehen haben. Keine Ahnung. Aber ich habe seitdem definitiv keine mehr gesehen. Und wenn ihr wisst, wo ich diese dämliche Blume herkriege, dann schreibt es mir bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Ich hatte auch offline nochmal geguckt bei Violet, aber da habe ich auch nichts gefunden. Auch nicht unter den Blumen, die wir ja, selber kaufen können von ihr. Da habe ich auch nichts gefunden. Deswegen bin ich halt jetzt im Moment sehr verzweifelt, was das betrifft. Jetzt gehe ich aus lauter Frust nochmal kurz angeln. Nein, aber also weiße Blumen, ich glaube, wir haben mal weiße Blumen gesehen. Oder ich vertue mich jetzt mit den Mondblumen. Ich glaube, ich vertue mich gerade mit den Mondblumen. Doch, ich glaube, ich vertue mich tatsächlich mit den Mondblumen. Hier ist auch nochmal was zum Einsammeln. Also normalerweise hätte ich jetzt erwartet, okay, man hat eine neue Aufgabe, man soll quasi was Neues finden, wie jetzt in dem Fall jetzt kein Geld. Oh, hat die mich jetzt gerade erschreckt. Wie jetzt in dem Fall diesen Goldlauch. Und man findet's nicht. My mom's been calling me every week lately. I want to pick up, but then I hesitate so long the phone stops ringing. Okay. Die scheint ja, habe ich ja schon mal rausgehört, irgendwie ein komisches Verhältnis zu der Mutter zu haben. Ja. Also wir können Blaubeeren auf jeden Fall Is wieder it? einsammeln. It is a recipe. Für Taboulé, was auch immer das sein mag. Aber es sieht nach Salat mit irgendetwas aus. Sehr schön. Dann sammeln wir auf jeden Fall die Blaubeeren nochmal ein. Da müssen wir auch nochmal den Weg nach oben nehmen. Hier ist nichts. Dann hoffe ich mal, dass es auf der rechten Seite ist. Ja, da war gerade was. Ja. Nö. Hier ist auch nichts zum Ausbuddeln. Habe ich jetzt was übersehen oder kriegen wir heute nur zwei Stück? Das kann natürlich auch sein. Oh, das ist nicht euer Ernst, dass da jetzt ein großer Fisch drin ist. Normalerweise komme ich hier vorbei und in der Regel sind kleine Fische drin. Ach, links ist auch nochmal ein großer, sehe ich gerade. Also wenn, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es gerade schon mal gesagt habe, aber wenn ihr irgendwas wisst, wo ich dieses blöde. Ja. Wo ich diesen blöden Goldlauch herbekommen kann, die Blume. Dann bitte, bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr irgendeine Vermutung habt, wo es vielleicht sein könnte, könnt ihr mir das natürlich. Ich kann nicht mehr reden. Könnt ihr mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich bin wirklich verzweifelt im Moment. Also ich möchte auch weiterkommen mit der Quest. Und ich gebe zu, ich habe jetzt auch schon gegoogelt, weil ich wirklich im gesamten Spiel nirgendwo was gefunden habe. Ich bin offline in der letzten Folge nochmal wie blöde überall rumgelaufen. Ach, hier oben ist was zum Auskramen. Ah. Muss ich mir versuchen zu merken, dass wenn ich unten nur zwei habe, dass dann das dritte hier unten, hier oben drin ist. Wieso ist eigentlich. Ach ja! Da muss ich ja auch noch heute hin. Ah, ich wollte gerade sagen, wieso habe ich hier eigentlich ein Ausrufezeichen? Also, ich kriege gerade ein bisschen bessere Laune, weil die Sache mit der Boutique, die habe ich ehrlich gesagt total vergessen. Ich finde es halt nur doof, dass man diese blöde weiße Blume nirgendwo findet. Das nervt mich. Aber die Boutique, da müssen wir auf jeden Fall gleich ganz schnell hin. Ich hoffe, dass die auch geöffnet hat an einem Donnerstag. Ich weiß jetzt nicht mal, wie ihre Öffnungszeit. Wieso laufe ich jetzt eigentlich nach rechts? Bin ich so aufgeregt, dass ich den Weg gar nicht mehr kenne, ganz ehrlich. Ah.
So, alle Fische und Sonstiges bitte ignorieren. Ich müsste allerdings noch kurz meine Tiere füttern, weil das vergesse ich sonst wieder. So, ja, es tut mir leid. Ich muss immer erst das Huhn nehmen, was am nächsten zu mir steht. Ihr kommt alle dran, keine Sorge. So, das. Dann du. Ich habe ja schon gesagt, das ist wie in Hogwarts. Da warten sie dann immer alle auf mich und rennen mir dann schon entgegen. Und so, wirklich so ähnlich wie bei den Hühnern hier. Dann scharen die sich um mich rum teilweise. Also in Hogwarts. Und die werden ja automatisch gefüttert, weil ich habe eine automatische Fütterkiste drin. Aber ich habe keine automatische, ich sag mal, Kuschelkiste da drin. Und ja. Nein. Was denn? Nein. Mann, ich habe doch nur Escape gedrückt, um da rauszukommen. So. Lauf doch nicht vor mir weg. Ich dachte, du willst was zu fressen haben. So. Da muss ich mich noch kurz um die Schafe kümmern, weil ganz wichtig, sollte noch mal irgendwas mit Wolle kommen oder so. Ja, aber jetzt sind beide nicht mehr. Nee, dann ist das doch nicht alle zwei Tage, sondern dann war das jetzt nur Zufall, dass das direkt dahinter war. Das heißt, theoretisch beim nächsten Mal müsste ich auf jeden Fall wieder Wolle bekommen. Von einem der beiden. Ich glaube, es war das braune. Ich bin mir nicht sicher. Das braune habe ich auf jeden Fall vor dem schwarzen gehabt, das weiß ich. Ja, ist ja gut. Was hast du für Probleme? Musst du dringend gemolken werden? Hast du Hunger? War das dein Magen, der so geknurrt hat gerade? Ja? Och, dann kriegst du noch Streichleinheiten. So. Ja, mit unserem Ziel, das hier unten zu bauen, kommen wir leider nicht allzu weit, weil wir einen Riesenstopp gerade haben wegen dem Unkraut. Da muss ich dann auch nochmal nachgucken. So, eins kann ich noch machen. Zwei kann ich noch machen. Da oben ist nämlich auch noch eins. Die Frage ist, hatte ich die jetzt schon voll? Okay, die hatte ich noch nicht voll. Und da muss ich noch was reintun, ja. Boah, wieso gehe ich hier aber komplett raus? Man darf nicht zu oft Escape drücken, ich merke das schon. So, jetzt ganz schnell zu Violet. Ich weiß, wir müssen auch noch zu unseren Freunden da nach Fairy... Nee, das ist gar nicht Fairyhaven, aber da, ne? Zu dem anderen, aber ich muss mal eben alles stehen und liegen lassen und mal eben dringend zu Violet gehen. Sie hat schon was da. Wow, this place looks incredible. I know! And I've got something special for the person who helped make it happen. Go ahead, try it on. Ach du Scheiße. Oh my gosh, you look so good. And it fits like a glove. Now, I have more fabulous new designs than I have time to sew, so I can't stock ready-to-wear outfits right now, but I can sew you the patterns so you can make them yourself. If you want to make clothes, you'll need a sewing machine. And come back anytime you're ready for a new look. Ja, und wo kriege ich die Nähmaschine her? Achso, die muss ich mir quasi... Oh Gott. Eine Investition nach Strich und Faden. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du Rezept für eine Nähmaschine, eine Gerberstation. Ah, Gerberlösung und kurze Latzhose. Ja gut, die hätten sie sich sparen können. Die ist jetzt nicht besonders hübsch. Das ist cool. Kann ich mich auch hier wieder umziehen? Ich will meine Sachen wieder... Ich will... Ah. Okay. Und wenn ich noch mehr Sachen habe, dann geht immer das nächste rein, oder wie? I swear, Sebastian grows an inch every day. I'm constantly letting out his trouser legs to keep up. Okay. Also das sind jetzt die normalen Sachen vom Blumenladen, nehme ich mal an. Da ist übrigens auch keine weiße Blume drin. Also ich habe es ja schon gesagt, ich habe ja alles durchgeguckt. Also eine weiße Blume schon, Schneeglöckchen. Aber nicht die, die wir brauchen. So, dann schauen wir mal. Kann man sich das angucken, bevor man das kauft? Was ist denn das? Kann man nicht angucken, ne? Schade. Hm.
Okay, es gibt wohl so einiges, was man theoretisch kaufen könnte. Ich würde jetzt einfach mal spaßeshalber das Kleid kaufen. So, jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich mich jetzt umziehe. Nö. Ich würde gern das haben, was hier vorne im Schaufenster steht. Das sieht ziemlich gut aus. ja, also keine Ahnung. Ich habe jetzt ein Kleid gekauft, kann es aber nicht anziehen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Herstellen, kochen, Fisch, Magie. Ja, ich kann nur zwischen den beiden wechseln. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr doof gemacht. Es sei denn natürlich, wir kriegen einen Kleiderschrank. In our community, not just people who like me. But most people like me. Naja, da sagen wir mal nichts zu. Okay, mit ihm sind wir schon beste Freunde. Mit dir müssen wir noch was tun. I think Natalia's been working through some things in the mines. She's been bringing me heaps of gold lately. Das ist super. Ach so, bei dir wollte ich noch mal gucken. Also der dürfte jetzt keine Blumen verkaufen, aber ich bin so verzweifelt. Nee, definitiv nicht. Ich bin so verzweifelt, dass ich echt überall gerade gucke, wer was haben könnte. Also. Ich weiß halt nicht, wo ich diese blöde Blume herkriege, ne? Das ist das Problem. So, jetzt haben wir ganz viel Geld und auch noch Holz. Nein, du sollst das machen, wo ich vorstehe. So, ein Blatt haben wir wahrscheinlich noch nicht, ne? Okay. Das Problem ist, wir haben hier überhaupt gar keinen Platz, um irgendwas reinzustellen. Und jetzt kriegen wir noch mehr Sachen dazu. Ich wollte jetzt eigentlich die Metallwerkbank, wollte ich da oben hinstellen. Oder den Glasschmelzofen. Nähmaschine. Ach du Schande. Ich meine, Eisen, okay, das bekommen wir schnell. Silber ist natürlich nicht so schnell. Gerberstation. Könnten wir vielleicht bei ihr was verkaufen? Dient zur Herstellung von Leder aus Tierhäuten oder Pilzen. Baue sie im Werkzeugschuppen. Ich will die aber nicht im Werkzeugschuppen bauen. Naja, gut, okay. Also können wir uns erstmal noch nicht leisten. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Hier unten haben wir noch irgendwas zum Abernten? Nee, ne? Haben wir denn noch was? Nee, müssen wir auch nicht... ja, nicht gießen. So, das wollte ich eigentlich sagen. Jetzt haben wir das geschafft mit der Boutique, wo ich sehr happy drüber bin, weil das war ja ihr großer Traum. Also von Violette, nicht von mir. Und ich stehe aber noch an der Sackgasse. Das ist doch gemein. Es tut sich jetzt leider auch nichts Neues auf, dass wir da jetzt irgendwie was machen könnten. Wesley ist da, sehr schön. Oh, oh. Welcome to my humble little shop. See? I really am a rare bookseller. Just, very rare books. I used to have fantasies about browsing books in stores like this. What kind of books are these? Many of them are incantation collections. There's some history of magic and magical theory mixed in too. Oh, and detective stories. I love a good detective story. By the way, the last time I was in town, Kai mentioned he'd sold you a mulberry seedling. Do you have any extra mulberries? I'll check. What are you making? Oh, just a incantation. That's not vague at all. It's for, well, I, you see. It's okay. You don't have to tell me. As long as you're not making, I don't know, some magical bomb. I would never. I was joking. Mostly. Let me see about those mulberries. Also drei braucht er, ne? Diesmal vertue ich mich nicht mehr mit rechts und links. Here you are, Wesley. Enough mulberries for an entire pie. Now what I'm making is much more interesting. And what you're making is... Oh, fine. Okay, okay. I've been researching ways to lessen the effects of lycanthropy. That is, being a werewolf. I would prefer to be a little less, werewolf-ish. But you have such lovely fur.
That's kind of you. However, being a were-creature comes with plenty of downsides. One of the texts I read suggested that an incantation made with ink of the mulberry might help. I hope you get what you want. Me too. Here, take this. Fair is fair. 200. Ich hätte lieber einen Goldlauch bekommen. Der widerwillige Werwolf. Aufgabe abgeschlossen. Oh, Wesley, du bist so zum Knuddeln. My brother Luke sent me our mother's signet ring. I hope he meant it to be a peace offering. I see it as a good sign he at least acknowledges my existence. Und ich kann dir immer noch nicht das Essen machen, weil ich keinen Apfel habe. Das ist doch so bescheuert. Ja, aber ich kann den Nachtbeschwörungszauber kaufen, der mir allerdings nichts bringt, weil ich den ja eigentlich nicht brauche. Aber ich kann ihn trotzdem mal kaufen. Weil der auch dafür sorgt, dass ich etwas freischalten kann. Okay. Temposchub brauche ich leider selber. Gut, Zeit anhalten. Müsste ich nochmal gucken, was ich dafür brauche. Kleine Dinge anziehen. Das ist nur 15. Nachtbeschwörungszauber. Also wenn ich den machen würde, dann würde ich gut wie neue Bekanntschaft. Das ist auch schon meine Bekanntschaft. Und soll mal mein zukünftiger Ehemann werden. Aber das dauert anscheinend noch. On occasion, I am tempted to reveal my identity to the rest of you humans. But then I remember how downright odd humans are. That League of the Mind, for example. Who would believe in that nonsense? I didn't realize you kept up with the news in Fairhaven. I don't. Wesley is our eyes and ears. Hast du vielleicht heute andere Angebote? Nein, natürlich hast du keine anderen Angebote. Das Problem ist halt, ich werde mir jetzt einfach mal den Schwebetrank kaufen. Da stand ja drin, ich soll den selber herstellen, aber ich werde den mir jetzt einfach mal kaufen. Moment, hä? Ach so, nein! Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Da stand drin, ich soll den herstellen. Gib dem Gesellen tagsüber den Schwebetrank. Och, das ist nicht euer Ernst. Das ist wirklich nicht euer Ernst. Warum steht denn da drin, ich soll den herstellen, wenn ich den auch kaufen kann? Oh, Leute. That Eva woman in the mountain is in half bad. She spotted me hanging out with the foxes and waved instead of shouting hello. I appreciate her not scaring my friends off. Leute, das ist echt nicht euer Ernst. Also, da komme ich jetzt nicht drüber hinweg, ganz ehrlich. Dann schreib doch da rein, du musst den irgendwoher bekommen oder selber machen und... Oh. Is it just me, or do Wesley's howls seem to be louder than normal? I think the guy's been in a good mood lately. Ja, aber das liegt leider nicht an mir. Mann. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich überhaupt ihm nähern kann. Oder ob ich vielleicht gar nicht heiraten kann im Moment. Ob ich dafür irgendwas freischalten muss. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich gehört habe, dass man heiraten kann. Aber ja. So. Habe ich jetzt eben mit dem Bürgermeister gesprochen? Hatte ich, okay. Dann habe ich die oben quasi durch. Dann fange ich mal links an. Gehe ich hier mal runter. Ich will ja jetzt hier niemanden verpassen, wenn jetzt hier irgendwie einer steht oder so. Ugh, on days this hot, all I want to do is sit in an air-conditioned room and watch anime. Kannst auch was anderes als Anime gucken, nur mal so am Rande. Och ja, jetzt bleib auch noch überall hängen. So. Ich meine, dass du es bist. Thomas makes me laugh sometimes. I think the grouchy exterior just hides the teddy bear heart he's got. Ich meine, dass du es bist. Bitte enttäusch mich jetzt nicht. Am I sure this is the Journeyman Witch? I'll have to make another potion and explain myself if I'm wrong. Nein, sicher bin ich mir nicht, aber ich hoffe. Here you go.
Damon. That looks perfect. You really do take after Hazel. Oh my god. If you make more, I'll buy it to add to drinks. A splash of levitation potion makes a lecker good cocktail. But isn't that dangerous? A few sips of the stuff won't make gravity let up. It just makes you feel light on your feet. Also quasi ein Schwebetrank im Cocktail, ja? Oder ein Cocktail mit Schwebetrank. Das wäre übrigens ein guter Titel. Ein beflügelndes Gebräu, Aufgabe abgeschlossen. Oh Gott. Da habe ich jetzt so lange dran gehangen. Nur weil diese blöde Formulierung so doof war. I've noticed Kim fishing more and more often by the lake. I'll make an angler out of him yet. Das ist doch alles nicht wahr. Das ist alles nicht wahr. Ey, ich hätte es echt vorher ausprobieren sollen, ganz ehrlich. Ich habe mir nur gedacht, naja, Sekt oder Selters. Ich meine, 80 ist nicht viel und... I'm jazzed. The waves sang to me while I danced on them. Außerdem habe ich mir gedacht, ich könnte selber mal ausprobieren, was das mit dem Schwebetrank zu tun hat. Aber es ist gut zu wissen, dass man den da kaufen kann. So, are you staying on now? If you're selling the farm, I might know an interested buyer. Too soon? Yep, I would say so. Mit ihr habe ich heute Morgen schon gesprochen, oder? Immer wenn ich denke, dass ich schon mit ihr gesprochen habe, setzt sie sich dann da rein und braucht dann erstmal wieder 3 Jahre, um rauszukommen. Music makes my baby girl come alive. She's been talking a lot about going to a music school. But I'm not sure if she's old enough for that. Or maybe I'm not ready to let her grow up. Hallo? Sie geht schon zur Schule. Also, achso, Moment. Ah, nicht weglaufen. Ah, ich weiß nicht, ob wir noch Fischstäbchen haben. Lass mich doch mal kurz mit dir reden. Müssen wir mal eben... Nee, wir haben keine mehr. Okay. Ich hatte aber, glaube ich, noch Apfelsaft oder sowas, ne? Apfelwein irgendwie? Keine Ahnung. Irgendwas mit Apfel habe ich gemacht. You know, you're one of the few patients who comes to visit when they're still healthy. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich meine, normalerweise gehe ich gar nicht zum, naja, gar nicht zum Arzt, also so gut wie nie zum Arzt in der Realität. Sometimes when I'm not working in the center, I like to walk around town. You never know when you'll find a lost sheep in need of a helping hand. Okay, dann würde ich sagen, mit ihr haben wir schon gesprochen. Sie ist noch hier. Deep in thought, Vanessa. What's that, dear? Oh, I'm so sorry. How rude of me. Yes. I was just contemplating our little town and all of its secrets. Secrets? Well, that would be telling, wouldn't it? Aber ich verstehe nicht. Sie hat ein Herz. Ich bin seit, weiß ich nicht, 60 Folgen oder so gefühlt, bin ich... immer wieder mit ihr am Sprechen. Wirklich von Anfang an, soweit ich mich erinnern kann. Warum ist ihr Herz immer noch nur halb? Also da tut sich ja wirklich gar nichts. Null. Nada. Have you checked out the Consciousness Center yet? We accept everyone. Even people whose families didn't come over on the Mayflower. Imagine that. So, lockerer Freund. Das ist doch schön. Da hat sich mal was getan am Status. Und wir haben endlich nochmal eine Alraune gefunden. Haben wir ja sonst noch irgendwas? Weil die brauchen wir ja für unsere tollen Tränke. Da haben wir noch eine. Remember when we used to run a lemonade stand in town and then spend our earnings on ice cream? Yes. Whatever happened to that old ice cream parlor? Oh, the owner retired ages ago. Truth is, it's hard to run a business year-round here. Ja, so ein Kleiderladen oder sowas könnte ich noch verstehen. Oh, da ist noch ein großer Fisch drin. Den nehme ich nochmal mit. Ah, weil ein bisschen Geld nebenbei machen ist natürlich nicht schlecht. Ich würde sagen, ich fange auch schon mal an. Oh,
Erze noch zu holen. Das heißt, ich werde dann gleich alles weitermachen. Oh, quick, got one. Bis es Nacht ist. Dann, also beziehungsweise Abend. Weil wir haben ja soweit alles durch, wenn ich das richtig sehe. Ist Shelby da, ja? Das finde ich immer so meine Lieblingseinstellung hier irgendwie. Cameron's going to spend a long time figuring out who he is. If he's willing, the island will shape him into something great. So, perfekt. Das möchte ich auch gerne als Zeichenvorlage nämlich nehmen. Ich habe so ein paar große Projekte vor, die ich gerne machen würde. Ist da ein großer mit bei? Nee, das sind drei kleine, okay. Also so ein bisschen Fanart ist halt eben auch dabei und da brauche ich noch meine Vorlagen. Teso habe ich mir auch vorgenommen. Da habe ich jetzt auch schon ein paar Bilder gemacht, auch von meinen Chars und so. Aber auch teilweise von Leuten, die halt eben da rumlaufen. Und ich wollte eigentlich hier warten, fällt mir gerade ein. Weil ich wollte nämlich in die Höhle am Ende quasi gehen, um da nochmal Erze zu holen. So, ja, während ich warte, müsst ihr nicht warten, weil ihr könnt direkt den Abend sehen. Ja, und wie von Geisterhand, es ist plötzlich Nacht. Und wir können hier weitermachen. Zwei haben wir schon aufgedeckt, beziehungsweise beim dritten sind wir jetzt gerade dran. So, this boat I can use for interdimensional travel. Can you see it? Sure can't, and I couldn't when the boat was Hazel's either. That's how it works. Honestly, you're missing out more than me. You don't get to see my magic scooter. Wie geil. Ach, mit dem können wir nicht mehr reden. Magic is more about working with chaos than trying to control it. The good news is that life's very much the same. Das ist mal was Neues. Who are you really? Persist in your studies with the Coven and you will know one day. Ich habe so eine Tendenz, wer es sein könnte, sagen wir es mal so. Your grandmother never approved of the masks outside of rituals. She wasn't really the shrinking violet type. And I suspect you're not either, are you? So, bei ihr bin ich mir ziemlich sicher. Oh, it's my turn! Yay! I can't believe they made me wait until second to last. I hate secrets. But the Coven itself is one big secret. Yeah, but it's one we keep together. So that's more fun. There's still friction with the normies, though. And since Otto was elected, it's gotten worse. So, enter the charm potion. Are you serious? I asked Grandma if we could use the charm potion to smooth things over between the Coven and the town last spring. And she said no. Well, yeah, dingus. You don't want to charm an entire town. Not only would that take forever, but it's a surefire way to make people go, huh, maybe one of my neighbors is a witch. One person at a time, though, less of a problem. Got it. One charm potion coming up. Okay, charmant wie immer. Bereite im Rahmen deiner Mission die Identität der Akolytin zu erfahren, einen Charmtrank zu. Ich persönlich denke, ich weiß, wer es ist. Also das war eine der wenigen, wo ich mir ziemlich sicher war. Sie hatte mal irgendwas gesagt oder irgendeine Eigenart gehabt, wo ich mir ziemlich sicher war, dass das bestimmt Violet sein muss. Das kann ich jetzt mal offen sagen. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt mal ganz schnell wieder zurück nach Hause laufe und dass ich da mal gucke, was wir überhaupt für diesen Trank brauchen. Bis gleich. So, dann schauen wir doch mal, was wir dafür genau brauchen. Oh, haben wir sogar alles da? 8 Stunden, ja, sehr geil. Honig brauchen wir dafür. Gut, dass wir so viel Honig jetzt angebaut haben. Ja, perfekt, perfekt. Dann können wir das sogar am nächsten Morgen hier rausholen. Und am Abend auch direkt, beziehungsweise, nee, tagsüber muss ich das hier machen. Tagsüber dann direkt mal ausprobieren mit Violet. Ich hoffe, dass sie es wirklich war. Aber da bin ich mir, ehrlich gesagt, ziemlich sicher. Ich werde jetzt noch ein bisschen in die Höhle gehen. Ich weiß, es ist schon sehr dunkel. Aber ich werde da jetzt noch meine restliche Ausdauer eben verbrauchen, weil es wäre sonst Verschwendung, wenn ich das nicht machen würde. Und werde noch ein bisschen Eisenerz farmen. Ja doch, ich brauche Eisenerz. Ich brauche auf jeden Fall Eisenerz. Ich gehe in die erste Höhle.
Und ja, ich sag schon mal gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Und da werden wir dann herausfinden, ob ich jetzt wirklich recht hatte mit meiner Vermutung oder ob ich völlig daneben gelegen habe. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.